Servus und herzlich willkommen, meine Freunde. In der letzten Folge haben wir die letzten Vorbereitungen für die Pokémon Liga getroffen. Wir werden uns jetzt so langsam auf dem Weg machen. Als nächstes wird ein Kampf sein, genau. Und danach kommt der Geist. So, yes. Yes, Sir! So, und wir werden uns jetzt auf den Weg machen in Richtung Pokémon Liga. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Wir beginnen gegen die Dame. Willkommen in der Pokémon Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Aber sowas von, Lorelei. Jetzt geht's rund. Das wird ernst. Die letzten 5 Kämpfe brechen für uns an. In diesem Let's Play. 5 Pokémon. Yugong ist das erste. 52. Also, die Dame hier hat schon gut Gas gegeben. Wir sind gerade mal Level 47. Und müssen uns hier durchboxen. Oh, das ist natürlich etwas Behindero. Ich dachte, unsere Feuerattacken würden mehr nutzen. Natürlich habe ich diesen fatalen Anfängerfehler gemacht. Deswegen werden wir gleich mal unseren Funke rausholen. Der kann das richten. Der hat hier mehr Erfahrung als wir. Und dieser Surfer hätte unserem Glurak sowas von wehgetan. Das wäre fatal gewesen. So, ich hoffe, wir sind schneller. Jawohl. Und wir nutzen auch hoffentlich etwas an KP. Oh, das war natürlich... Oh, oh, das heißt, unser Funke ist diesmal direkt drauf gegangen. Außer wir haben Glück und es hagelt nur. Und wir werden nicht 17 KP weniger. Oh. Wenn er trifft... Yes! 1-0 für uns, Bitch! Bam! Kazam! So kämpft man und nicht anders. Zumindest, ja. Ich sage jetzt mal einfach nichts dazu. Haben wir irgendwas, das noch irgendwie einigermaßen das aushalten würde? Ja, wir müssen mal wechseln und dann unser Raichu heilen. Weil das wird sonst etwas heftig werden. 51. Das ist echt behindert, dass wir so schwach sind. Und, naja. Wir haben hier aber Hypertränke en masse, Gott sei Dank. Und heilen einfach mal unser Raichu voll. So, Stachler, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, was macht man da jetzt? Wir probieren es mal mit Kreuzhieb. Mal schauen. Yes, Baby! So muss das. Ich dachte schon, das geht gar nicht. Zweimal und dann ist das Ding beendet. Ja. So. Zack. Und nochmal Kreuzhieb hinterher. Natürlich macht er jetzt ein Schutzschild, um diesen Kampf zu verlängern. Naja, ich gönn mir einen Schluck Apfelschorle, Leute. Ach komm, im Ernst jetzt, Mann. Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Macht er mich fertig mit Hagelsturm? So ungefähr. Naja, dann werden wir das Ganze mal mit Durchbruch jetzt mal ein bisschen in sein Gesicht penetrieren. Hoffen wir das bei... Natürlich reicht es nicht. Taucher. Aha. Ich habe nicht gewusst, dass es diese VM in dieser Edition gibt. Aha. Ja, benutzen wir einfach mal jetzt ein Äther. Hab ja nur 4 Stück. Es ist ziemlich blöd. machen wir es trotzdem mal. Darf er uns angreifen? Tatsächlich, die VM-Taucher gibt es in dieser Edition auch, okay. Ein Aeroass wird dann wohl nicht mehr reichen. So, Top-Genesung also in mein Gesicht.
Ja. Was soll ich sagen? Das pisst mich jetzt aber an, Leute. Muss ich ehrlich gestehen. So, machen wir einen Hypertrank auf unser Monkey. Das ist echt madig. Das geht mir gerade richtig auf die Nüsse. Vor allem, weil das nicht gerade wenig abzieht auch, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass es gerade wenig abzieht hier. So, Hagel stürmt der wieder uns. So, jetzt müsste es aber reichen. Wenn normalerweise könnte ein Durchbruch jetzt reichen. Aber was ist schon normal hier? Wenn das Austausch jetzt überlebt, dann drehe ich durch. Kein Bock mehr, echt, ey. Fuck, Mann, das geht mir so auf die Nüsse. Wieso benutze ich nicht einfach ein Kreuzhieb? Ich voll Idiot, ey. Scheiß Austausch. Das gibt's doch wohl nicht, dass dieser Sack das auch noch überlebt. Wahnsinn. Jetzt zieht sich hier jeder einzelne Kampf so 22,7 Jahre ungefähr gefühlt. Aber es reicht. Sie halt ihr Austausch nicht mehr. Das finde ich ist schon mal eine tolle Steigerung. Als nächstes wird Lamus gerufen und das reicht mir. Wir werden unseren Funken wieder in den Kampf schicken. Weil der kann das jetzt regeln. Mit seiner Donnerblitzattacke, hoffe ich. Ja, Mai, Stachler hat uns ein bisschen in den Arsch gebumst. Aber wenn die hier schon Level 52 sind, dann will ich gar nicht wissen, wie stark der letzte Gegner ist. Mit 60 wahrscheinlich. Das wird ein bisschen enger werden, die letzte Sache hier. Ich dachte, wir könnten das ganz durchziehen ohne große Probleme. Aber da habe ich mich wohl sowas von dermaßen getäuscht in dieser... Ganz ruhig, Brandy. Ganz locker bleiben. Es ist nur ein Spiel. Ich brech gleich diese Tastatur komplett auseinander. Ganz locker bleiben, Dino. Brandy. Ganz locker bleiben. Boah, ich breche hier gleich alles auseinander. Wir fallen. Ganz locker bleiben. Wir machen den Fliegen. Damit wir nicht einschlafen. Und hoffe einfach, dass wir nicht einschlafen. Wir schlafen tatsächlich ein. Ist es sein Ernst? Dino, ganz locker bleiben. Das kommt vor, das kommt vor. Ganz locker bleiben, Dino. Oh Mann! 9 Minuten und ich drehe gleich vollkommen am Rad, ey. Ah. 52 sind die und spielen sich hier auf, als ob es gerade um Leben und Tod geht für die. Geht mir so auf die Nüsse, ey. Wahnsinn. Ah, mach's doch endlich fertig, dieses scheiß Dreckslamus, ey. Es geht mir so, einfach einen Surfer-Volltreffer machen, Mann. Warum denn auch nicht? Kann man ja mal machen. Ist ja nicht so, dass hier... Volltreffer fast... Oh. Das gibt's ja wohl nicht, Mann. Madig. Haben die jetzt auch noch einen Lapras? Und das Lapras setzt jetzt mal schön... Ja, genau. Mach das halt. Ist ja nicht so, dass es uns mega wehtut. Donnerblitz und das Ding ist eh vorbei. Reitschuh ist jetzt vorbei. Außer diese KI ist so geil und setzt einfach nur Hagelsturm ein. Nee, natürlich nicht. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Tod, oder? Nee! Geil! Tight! Yes, baby!
Und dann macht unser Monkey den Rest, außer wir machen... Natürlich machen wir niemals einen Volltreffer. Warum sollten wir denn auch jemals einen Volltreffer machen? Das würde mich so wundern. Warum auch? Warum sollten wir einen Volltreffer machen dürfen? Das ist echt zum Kotzen mit diesen scheiß Drecks. Bitte triff. Warum denn auch? Warum soll der Scheiß denn auch treffen? Macht doch keinen Spaß, wenn das Ding trifft. Macht doch keinen Spaß. Mann, echt ey, das ist ja wohl... Macht keinen Spaß mehr ey, ich schwör's euch Leute. Überhaupt nicht mehr dieses Spiel. Ganz und gar keinen Spaß. Jetzt mach Surfer und Fackel ist auch noch am Arsch ey. Kein Bock mehr, echt. Das ist echt zum... Mann! Ja, mach die Top-Genesung. Genau! Oh. Das ist ja wohl das lächerlichste überhaupt hier, was passiert gerade. Oh. Mann, ey. Ich bin ja normal nicht so aggro, aber... Fuck this shit, man. Das geht mir so krass auf die... Oh. Ja, trollt die mich jetzt auch noch, indem die nicht einfach mal ihren scheiß Surfer einsetzt, sondern mich mit Eisstrahl fertig macht, oder was? Ah, du dreckige Nutte, Lorelei, Mann. Geht mir so auf die Nüsse, dieses Mädchen. Krass. Jetzt bleib doch mal am Leben, Mann. Warum auch? Komm, warum soll man da am Leben bleiben? Das ist, ich verstehe dich voll und ganz, Monkey, Mann. Das ist echt zum... Das ist zum Selbstmord begehen, Mann. Das ist einfach zum Selbstmord begehen hier. Das ist echt, also... Kein Bock mehr. Jetzt macht er auch schön Body Slam und mir nützt es achtmal mehr. Ja, du bist auch noch schneller als ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Ja, ja, mach du nur. Ja, warum? Jetzt mache ich auch mal ein Troll-Game. Ist nicht sein Ernst. Ich habe vergessen, dass der H2O-Absorber wirkt. Oh, Mann! Jetzt trollt er unser Lapras am Ende auch noch. Und wir leben mit einem... Ein Volltreffer im ganzen Spiel. Also hier, für... Bloß nicht übertreiben, meine Freunde. Also hier nicht übertreiben, bitte. Rosanna ist, glaube ich, komplett Eis, wenn mich nicht alles täuscht, deswegen... Lass mal ein bisschen was beleben hier, weil sonst wird's richtig eng mit der... Eishieb... ja... Es ist ja Wahnsinn, machen wir auch noch einen Funken... Wahnsinn... Es ist echt... Really lächerlich und wir füllen tatsächlich auch 15 Minuten mit diesem Part. Nur dieser eine Dreckskampf hier. Ist echt, das ist einfach zum Weinen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Machen wir mal hier. Das wird ein bisschen was überleben auch noch. Dann schicken wir Smetbo rein. So, die macht schön Eishiebe, da habe ich kein Problem damit. Oh Mann, 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 Mann. Schick mal erstmal den Funken rein und checken aus, wie das so ist, wenn ich Donnerblitz oder machen wir mal Schockwelle. Donnerblitz ist ein bisschen nützlicher. Wie viel nutzt du denn? Ein bisschen, nicht so viel. Okay, dann weiß ich Bescheid. Wenn du überleben sollte, wäre ich. Warum denn auch? Warum soll man überleben? Wahnsinn, ey. Habe ich 7 oder 8 Pokémon verloren gegen einen einzigen Trainer hier? Soll ich denn hier überleben? Die Pokémon-Liga schaffen wir niemals in diesem Stadium, Leute. Tut mir leid. Das heißt, wir müssen weiter trainen nach diesem ersten Tod, den wir hier haben. Werden wir... Ich breche gleich diese scheiß Tastatur komplett auseinander. Mach dir mir hier einen Todeskuss. Ich gebe dir gleich einen Todeskuss in dein Gesicht, Mann. Wahnsinn. Oh, Lorelei besiegt. Oh, Gott sei Dank. Echt. Also eine schwerere Geburt hatte ich selten. Es sollte nicht so laufen. Ja, Lorelei, aber du hast mir so krass die Eier verschoben.
Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Nee. Lorelei ist mit Abstand die schwerste von allen. Hab ich gehört. Und ich habe das auch immer so empfunden. Das heißt, es kann und es wird auch nur besser werden. Das ist... Ich weiß das. Bitte, lass es einfach nur besser werden. Ich muss uns weinen. So, meine Freunde, wir machen uns hier nochmal schön heile. Und danach beende ich... Ich habe nur 26 Leber. Ah, Wahnsinn, ist das eng hier. Jetzt schon nach knapp 15 Minuten, 16 Minuten Pokémon-Liga habe ich schon so einen Hals und habe eigentlich absolut keinen Bock mehr. Aber wir haben ja noch genügend Tränke, daran liegt es jetzt also nicht. Gott sei Dank. Wir werden hier aber noch des Öfteren das ein oder andere Pokémon verlieren. So, meine Freunde, wir sind wieder bereit für den nächsten Kampf. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschaußen.